Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge hier Tekken. Und zwar mit Marco und heute ist gesponsert bei Lakao. Ich hoffe, du sprichst mal deinen Namen aus, Siko. Und ja, hier die ganzen Season Pass Charaktere der Staffel 2. Also der Season 2 Achso, hat er dir das DLC gekauft oder hat wieso? mir da die Season Pass gesponsert und Oh. sag es mal so, ja, bisschen Spaß, das muss auch gespielt werden. Ich werde heute mal Nö, ein das war nicht bisschen mehr schlecht. spielen, bisschen andere Charaktere. Ich habe die gestern bekommen, also hofft nicht, dass ich hier irgendwas hinkriege. Ein paar Aufwärmrunden gemacht mit Negan. Ja gut, aber gleich einen Atemzug habe ich ja gegen sämtliche dieser Charaktere noch nie gespielt, also. Ja, aber es ist immer gut, seinen Charakter spielen zu können. Da ist das Scheiß, das Matchup meistens auch scheißegal, weil du gewöhnst dich schneller an den Gegner, als dass du einen Charakter lernst. Ja. So wie man sich an Stufen noch schneller gewöhnt als an Bodenbelege. Was? Ohne Witz, wenn du eine gleichmäßige Treppe vor dir hast, die du noch nie in deinem Leben runtergegangen bist, Guck nach drei mal Stufen kannst du sie mit zu den Augen runtergehen. weg. Guck hier. Also ich komme aus dem Trailerpark in der fucking Kirche. Ich habe keine Hosen an. Ja, hör mal. Das geht ja gar nicht. Ja. Ich habe bis heute die Vermutung, dass Ding einige Aggressionsprobleme hat. Bam, kopflos, auf den Boden mit dir. Ja, so move-technisch gesehen ist er wirklich wahrscheinlich wirklich mit Mortal Kombat besser aufgehoben. Okay. Jetzt mal langsam ernst machen hier, ne, Kappa. Auf den Fuß gehauen hier. Nee, du hast gleich Move wie ich. Ja, viele Charaktere haben ähnliche Moves. Immer wenn ich gegen Negan spiele, regt mich ein Move ex besonders aus auf und zwar nicht dieser. Ups. Oh, Ah, Mann, ups. ich drück's mal genau, wenn ich überhaupt nicht machen will. Oh, Leute, hat geklappt. Ja, klappt, weil habe ich nicht erwartet. Aber Schaden. Ja gut, der Tritt am Fuß tut immer weh. Das ist der größte Schwachpunkt als Maskapper. Nein, das ist das hier. Das hier. Voll viel Knockback dieser Schlag auf den Kopf hat, ne? Auch wenn du ihn blockst. Knockback ist egal, wie lang das Stagger das ist, finde ich eher assi. Das meine ich ja. Aber Pech. Das war so schlimm, da ist mein Schläger glatt durch meinen Fuß geklippt, Alter. Durch meinen Kopf. Sollte eigentlich dir passieren. Ja, Ich jetzt habe sind jetzt wir neue unten. Kamera. Die Maps entwickeln sich. Revolution, Alter! Okay, jetzt langsam hier. Give me strength. Oh lol, ich dachte, das wäre was passiert. Ja, Mann. Okay, jetzt muss ich ernst machen hier mit ihm. Oma. Respektiere meine Lederjacke. Es ist schwer, Respekt für den Typen zu haben, der gerade seinen Baseballschläger flirtet. Nein, Lucia ist a Vampire Bat. Ah, Bad, was haben wir gelacht? Moin, erst Runde verloren liegen, nie wieder spielen. I don't want to play with you anymore. Lade, verbinde. So. Diesmal wird's was. Das habe ich im Urin, wo ich schon davor auf Klo war. So. Aber ich muss auch sagen, Season 2 Tekken, die Charaktere, weißt du, das ist ein einziges Meme, Nobody, fucking Nobody, Negan.
Ja, der wirklich von Mortal Kombat, glaube ich, wurde nicht besser aufgehoben. Frag mich ja, wie haben wir jetzt den Trailer hier gekommen ist. Warum mache ich das eigentlich? What the fuck? Boah, ist das so punchable, der Rage Art zu verkacken? Naja, wird noch, kommt noch. Hör mal, Staffs. Dazu ist dieses dumme. Dazu ist der Schläger nicht auf seine Schulter packen, nachdem er diesen Schlag aufs Bein gemacht hat, wäre alles okay. Ja, nee, würde er das nicht machen, dann wäre ich so lange gestanden, dass du quasi alles danach machen könntest. Das wollten die wahrscheinlich nicht. Balancing im Game? Nee, danke. Soll ich was? Ja, genau. Liegen die wieder. Nichts Charakter anders. Wie war das? Zwei Runden und dann Map-Wechsel? Ja, so haben wir es bisher mal gemacht. Okay, dann machen wir es nochmal. Diesmal wird's anders. Ich verspreche es euch, Leute. Okay. Nee, wird's nicht. Man muss hier. Nee, nie wieder. Klappe. Du musst bestätigen, dass du spielen willst. So, jetzt gehen wir auf ihn hier. Gucken wir mal, wie es mit ihm hier läuft. Ich hoffe, das wird gut. Ich könnte natürlich das hier nehmen, aber ich habe nicht genug Value, um das durchzuziehen. Von daher, ich. Mit ihm läuft's besser. Mit dem Armor King. Das ist jetzt Armor King, nicht King, ne? Ja, das ist Armor King, genau. Der Charakter, wo Leute legit auf die Bühne gelaufen sind, um Harada zu machen. Okay. Und bei Julia auch. Season 2 war echt beliebt. Du trinkst da so Tee, aber ich komme hier so richtig cool an, so und bam, hua. Und es muss echt schwer sein, solche Moves zu bringen, wenn der Typ gefühlt eine Rüstung fuck trägt. Ich finde das, wäre der Typ effektiv. Wenn der Typ effektiv 20 mehr Muskeln hat als Kolle. Okay, Armor. Bam! Ach, das ist ein Grapple. Unter anderem.
down. Lol, okay, ich dachte, das würde jetzt ein Grapple werden. Das war ein Grapple. Nein, bei mir. Murking, Alter. So, da kommt noch einer. Ich hab legit gerade gedacht, ich hab dich gegrappelt. Ja, die Animation sah irgendwie komisch aus. Ja, du hast Rage-Out abgekriegt, dass ich das nicht realisiert hab. Passiert. Zack, hier, Lariat! Nee, das ist ein Piledriver. Oh, das war weniger schade, als ich gedacht habe, irgendwie. Boah, war das knapp. Boah, ja, das wäre mein Schlag ein bisschen früher durchkommen. Boah! Was ist das für ein Victory-Pose? Juckt ihn nicht. Er haut aber nochmal drauf. Also weg mit dir, ich bin dein Star. Armor, glaub es oder nicht, Armor King hat einen der höchsten Combo Damages in Game, aber ich krieg den nicht hin. Den höchsten hat Paul, der tötet dich nämlich, wenn er Rage hat. Ich kann den mit seiner Rage hat one-shotten? Nee, wenn er Rage hat, macht der mehr Schaden, 10%. Ach so. Ich glaube 10 bis 20% machst du mehr Schaden. Und dann kann er dich Death comboen. Okay. Das hat früher auch Steve gemacht, nur du musst sehr nicht kurz sidesteppen. Du mal deinen Tee da, ich komme lieber viel akrobatischer. So, zack, bam, hu, bam. Hi. Hi. Ich sag's dir nochmal, ich habe das Gefühl, unsere Kämpfe hier könnten locker ein Death Battle sein. Also im Sinne von, ich kämpfe gegen dich, weil ich deine Frisur nicht mag. Alter. Ah, da hat er noch den Tritt gedodged. Ja, weil die Rage Art ein Sprungkick ist, der Eröffnungshieb. Knie! Boah, das muss ja weh, du kommst, wie spitz der Knie sein muss. Ich bin auch 100% sicher, dass solche Kostüme im Pro Wrestling nicht erlaubt sind. Ach echt. Ja. Los darauf. Hi. Oh, da wollte ich die Luft umarmen. Uff. Ich mach's aus Disrespect! Das war nicht mal in Reichweite. Ja, sag ich doch, ich mach's aus Disrespect. Okay. Oh. Okay, das war billig, aber das musste leider sein. Bitte Ranger dieser scheiß Low-Kick, bitte. Weiß nicht. Komm schon, Armor King, ich hab dir auch gestern noch 20 Minuten eine Kombo-List durchgeschaut, Kappa.
Er muss vorsichtig sein. Das ist für den Move gerade eben. Ja. Alles klar. Wie steht's? 3 zu 1? Ja. Das heißt jetzt nochmal wechseln, ne? Ja. Weil ich nicht schlechter als mit Unentschieden rausgehen will. Kommt jetzt der Russe. Der Russe. Ruska. Gut, dann nehme ich jetzt mal ein Outfit, das man nicht in Russland anziehen sollte. Gay Pride oder was? Nein, ich bin eigentlich wegen der Kälte. Achso. Aber beides. So, läuft die Aufnahme? Ja, sehr schön. Ich soll mal sehr schön das gucken, während ich hier schon 16 Minuten aufnehme. Das ist einfach Profi. Ich würde diesen Skin gerade gegen Armor King tragen, dann würde man über die Moves, die ich damit mache, gegen diese Rüstung. Das wäre dann richtig interessant. Ja, muss jetzt gleich mal sehen, was du meinst. Je nachdem, welcher Aufschutzmove jetzt kommt, könnte es auch richtig seltsam werden mit dem Outfit. Okay, es kommt nicht der Tee. Ach, Dragunov, antworte doch. Mein Gott. Unhöflich. Ja, weil barfuß gegen diese Stachelrüstung treten, überleg das mal. Ach ja. da habe ich erwartet. Ich auch nicht. Lol. Das war wieder so ein aus Versehen guter Move. Das müsste finishen. Ja, er sollte finishen. Fass mich dich an! Ja, schade, das war knapp. Ich glaube, ich wette, Dragunov ist Autist. Will ich es noch nicht kategorisch ablehnen? Oh, der war. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, wann genau ich diesen Slide-Move mache und wann ich stattdessen den Sprungkick mache. Wenn du while running, das heißt while running heißt, während du rennst, X bei dir jetzt die unterste Taste. Aufgetreten! Ja, putz ihn ab hier. Musik. Bevor sich irgendjemand wieder fragt, oder ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, ich guck in den zweiten Bildschirm. Ich guck immer wieder. Ich glaube, das hat doch keiner gefragt. Falls jemand fragen sollte, falls jemand diese Frage stellen sollte und er gerade Minute 20 sieht, ne? Ich schau auf den zweiten Bildschirm, die Aufnahme läuft. So, zweite Runde. So. Wie nennt man eigentlich die Mütze, die ich habe? Also die Dragunov hat. Das ist ein Barett, oder?
Brillen? Ja, das ist ein Barett. Frankreich darf nicht gegen Mutter Russland gewinnen. Mütterchen Russland, das ist glaube ich Mutter Russland. Komm schon, ja, das trifft mich noch, oder? Ja, ja! Boah, war das knapp! Ja. Boah! Ratchets, ich mache auch die Ratchets meistens viel zu oft. Die Hälfte von den Moves waren gerade Moves, die ich überhaupt nicht machen wollte. Ich wollte dieses Mal einen Griff machen, aber jedes Mal kam was anderes. Danke, geht doch. Ich hasse diesen Charakter. Na, ganz im Ernst, dieser Typ besteht nur aus Ankotz-Moves. Ich glaube, hast du nicht gegen Akuma gekämpft. Doch, ich habe schon gegen Akuma gekämpft. Akuma ist nicht halb so behindert wie dieser Charakter. Oder das stimmt, das ist irgendein Grund, warum du quasi online Tekken vergessen hast, weil jeder diesen Dreckscharakter durchspammt. Also, soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich sehe kaum Dragunov. Leute, die mich eher ankotzen, sind Haurang, Steve, Katarina und... manchmal noch Lay-Spieler. Leroy sehe ich nicht. Obwohl Leroy wird ziemlich abfangen, so ein Lay-Spieler. Lay-Spieler sind die Leute, guck, wie gut ich bin in diesem Spiel. Typ, keiner kennt deine 200 Stances auswendig und deine 80.000 Variationen von denen. Na egal, hat Spaß gemacht, wieder unentschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal, Leute. Und schaut bei Marco vorbei. Ciao. Und da kam unser Sponsor, Nico Lass Lang Kappa. Hat er überhaupt einen YouTube-Kanal? Nein, hat er nicht. Na also. Ciao. Ciao.